herzlichen Dank, Herr Hofer, für die Ausführungen. Ich bitte jetzt diejenigen, die eine Frage haben, sich kurz darauf aufzuzeigen, zu melden. Ich werde dann zu den Medien hingehen, bitte auch dazu, sondern wenn die Frage konkret gerichtet ist, und dann werden wir die Antworten einsammeln. Nein, doch. Ich bin direkt Betroffener. Mein Name ist Martin Wildeck. Ich habe ein Einfamilienhaus in der Blaustraße, die meine Nachbarn, was wenn wir da sitzen, ja sehr wohl, mit Mikro sprechen können. Fakt ist, in unserer Siedlung wohnen 16 Personen, davon 10 Frauen, 15 Asylbewerber werden eintreten bei uns. Gut. Der Herr Bürgermeister hat so schön gesagt, wir haben geschaut, dass Familien reinkommen, nur ich bin berufslos. Ich bin jetzt ganz bei der Beurteilung der Lage, immer von der für mich schlechtesten Situation auszugehen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass da keine Familien hinkommen, sondern nur Männer. Wie gesagt, 10 Frauen sind da. Ich muss natürlich sagen, meine Frau sehr, sehr gut aussieht. Ich beim Bundesheer oft Nachtdienst, oft auf Übungen. Ich habe definitiv kein gutes Gefühl, weil eine Frau bei uns zu Hause ist. Das ist eine Frage. So, mein Bürgermeister. Können Sie mal garantieren, dass das Familien kommen? Ich meine, wir sind wohl über Übungen gesehen. Später sind dann. Also, dann darf ich die Frage beantworten. Garantiert kann ich im Moment gar nichts. Wir haben uns ja bemüht, wir haben heute die Rückstrafe, dann Rückfrage noch einmal bei der Fachabteilung die Antwort bekommen, dass wir geschaut, dass wir da Familien bekommen. Wir haben jetzt gehört vom Flüchtlingskoordinator, dass im Moment. Sind syrische, irakische Flüchtlingsfamilien. Familien. Ich muss dazu sagen, wir machen ja den Vertrag als Anschreiber mit dem Herrn Assel. Das ist Hohenhauser. Auch dort werden wahrscheinlich, wenn wir den Vertrag machen, und da Trische, Repetitrische machen. Und wir haben natürlich die Hand drauf und können natürlich steuern mit eingreifen. Wenn es da unter Schwierigkeiten gibt, ist es sehr, sehr rasch möglich, dass man zum Beispiel Flüchtlinge von dort weg und woanders hin verlegt. Das ist durchaus im möglichen Bereich, selbstverständlich. Ah, ja, Frau Präsidentin, meine Frage, wo nehmen Sie wohl die ganzen Familien her? Wie gesagt, meine Kenntnisse, 3 Monate im Einsatz und dann sind Sie. Wo nehmen Sie die ganzen Familien her? Ich war selbst unten einige Male geflüchtet an der Grenze, als letzte Mal Anfang Dezember, und dann haben wir da angebracht bei einem Flüchtlingskonvoi von ca. 750 bis 800 Flüchtlingen durchzuziehen. Ich bin auf 8 Frauen gekommen, 4 Kinder, der Rest waren Männer, sagen wir mal so, zwischen 16 und 40 Jahren. Und ich habe auch meine Frauen durchgezogen. Sämtliche Asylbewerber, die heranstehen oder die versorgt werden müssen. Wir haben sehr wohl die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die Situation vor Ort, dass man, wie gesagt, versucht, wirklich Flüchtlingsfamilien zu bekommen. Kommt aber noch dazu, das wissen Sie das auch, wo auch die Beurteilung der Lage, die haben das auch vom Bundesheer gelernt, 5 Jahre bin ich dabei und kenne mich auch aus im Bereich des Wesenmanagements. Lagebeurteilung ist was Wunderbares und bei der Lagebeurteilung kann man aber auch sehen, Feindlage, eigene Lage und von der eigenen Lage können wir durchaus davon ausgehen, dass es uns gelingen wird, das einzuhalten, was wir in den Vorgesprächen mit den Bürgermeistern grundsätzlich vereinbart haben. Auch noch das eine oder andere dazu so. Ich weiß nicht, wer von Ihnen im Saal beim Schwarzen schon drüben war und sie angeschaut hat, wie das ausschaut. Diese Leute, die dort wochenlang, teilweise bis zu 2,5 Monate lang,
unter unzumutbaren Bedingungen als Familien leben, die werden zurechtkommen, als Familien und nicht irgendwelche Leitverteilen, die erfüllen müssen. Und wenn der Hofrat Karker sagt, dass in der Abteilung 11 mit der Marktgemeinde im Buch ausgemacht ist, dass Familien kommen, dann kommen Familien. Wie jemand anderem tun, wird die Quote erhöht oder was ist der Programm?